Nach dem wahrscheinlich gemeinsten Cliffhanger, den wir auf diesem Kanal jemals gebracht haben, meine Freunde, sind wir wieder da. Und zwar in einer weiteren Folge der Pokémon Team Rascal Edition. Wir haben Team Rocket übernommen, haben es umbenannt zu Team Rascal, haben mit Ronnie die Ehrenfrau am Eingang rausgenommen und sind rot nachgegangen. Nachgejagt. Und jetzt sind wir da. Professor Eich hat gerade alles zugegeben. Er hat gerade gesagt, dass er Rot erschaffen hat in seinem Labor. Er ist eine Puppe, die er kontrolliert, um Kanto wieder in seine Kontrolle zu bringen. Und jetzt, meine Freunde, müssen wir gegen Rot kämpfen. Gegen den aktuellen Champion Rot. Und er hat 6 Pokémon. Charizard! Oh mein Gott, Level 53. Okay. Haben wir Regenerator? Wir haben Regenerator auf Schnirp-Schnirp. Okay. Schnirp-Schnirp! Tank the Flamethrower, bitte! Oh my fucking goodness. Ein Crit. Nice. Das bedeutet, ich kann direkt wieder rauswechseln. Zu Siggi. Ich wollte eigentlich den Hit tanken, schnippschnell heilen. Flame Burst. Aha. Okay. Hat nicht viel gemacht. Alright. Kann ich nochmal zu Schnippschnapp? Nein. Wir gehen jetzt auf Aquatail. Aquatail dürfte das Ding auch machen. So, er geht auf Wing Attack. Das ist okay. Er leadet, by the way, mit seinem Starter, ne? Er leadet, by the way, mit Glurak. Und das dürfte sein stärkstes Pokémon sein. Und er switcht Glurak raus zu Dragoran auf Level 53. Okay. Alright. Die Frage ist, kann Dragoran Feuer attacken? Sein Dragoran. Wenn nicht, resistieren wir mit Foxy Bell. Oh. So ist es also. Okay. I see. I see. I see. I see. Schnirp, schnirp. Komm raus. Mit der Macht des Regenerators. Wir tanken ein bisschen Damage. Und Gengar kommt raus. Okay. Dann gehen wir einfach nur für den Shadow Ball. Let's go. Dürfte 50% machen oder auch nicht. Or no. Oh mein Gott, Mann. Warum macht er so viel mehr Damage? Okay, wir gehen auf Confuse Ray. Wir brauchen die Verwirrung, sonst killen wir Dragonite nicht. Oh, er hat sein Aquatail gemisst. Let's go. Okay, er hat sein Aquatail verfehlt. Das ist richtig, richtig gut gerade. Nee, er geht auf Dragon Tail. Okay. Er killt unser Dingens. Holt Missing nur rein. Okay. Inner Focus. Alright. Ich würde sagen, wir gehen für eine Psychic. Oh, er benutzt Full Restore. Okay, cool. I see. Ich wusste nicht, dass wir mit Items spielen, Brudi. Ich dachte, wir machen jetzt ein faires Match. Cool. Dann frisst den Super Glitch, du kleiner Keck. Freeze that bitch. Shit. Oh, Safeguard. Oh, shit. Okay. No more freezes. Okay. Dann gehe ich mal zu Foxy. Wir haben gesehen, Drachen, Dragon Tail, Aqua Tail, Bodyguard und Dragon Pulse. Okay. Keine Feuerattacke. Das heißt, wir resistieren alles. So, ich gehe auf Iron Head. Boah, Digga, dieses Dragoran macht so viele Probleme gerade. Ey, nicht dein Ernst, Mann. Nicht dein fucking Ernst.
Schnipp, schnapp! Tank den Aquatail! So, ich gehe auf Yon. Oh my goodness. Oh my fucking goodness, man. Don King! Töte seinen scheiß Dragoran! Poison Tail! Oh shit, Mann. Sein Dragoran ist einfach richtig strong gerade, ne? Wesentlich stärker als, als Glurak. Lapras. Ich meine, Weebrick Breaking. Sehr effektiv. Es wird nicht reichen, weil Lapras bulky ist. Fuck. Oh mein Gott. Nicht mal Hälfte. Oh cool, 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 cool. Crit, crit. Ja, ja. Klar. Crit. Nice, man. Nice. Okay. Okay, cool. Whatever, man. Whatever, man. Ich habe auch Items, weißt du? Und ich habe die nicht umsonst gekauft. Die waren ziemlich teuer, um genau zu sein. Ich bin zwar Chef einer internationalen Räuberbande, aber reich bin ich nicht. Das war Giovanni. Bevor er deine dreckigen Experimente finanziert hat. So, wo haben wir? Hier, Revive. Ich würde sagen, wir reviven mal Schnippschnapp. Weil Schnippschnapp wird definitiv MVP hier. So. Schnipp, schnipp. Nee, wir gehen auf Yawn. Shit. Dann auf Slack Off. Alter, der Safeguard, ne? Der spielt nicht mal schlecht, der Assi. So, Hydropumpe wird resistiert, Digga. Es tut mir leid, aber du kannst dich eigentlich verpissen jetzt. So. Verfehlt die Hydropumpe. Let's go, schnipp, schnipp. Oh, natürlich hast du ein Pikachu. Natürlich hast du ein Pikachu. Los, Siggi. So. Dann. Holen wir uns. Nidoking zurück. Los, Don King, bestrafe dieses dreckige Vieh. Lightscreen? You mad? Are you mad, Blun? Oh mein Gott, mit einem KP wieder überlebt, ne? Agilität, okay. Interessiert niemanden. Du hast nur einen Elektromove. Agilität und Lightscreen. Der vierte Move hätte irgendwas krasses sein. Oh, shit. Shit. Die Para. Oh, man. Ich glaube nicht, dass wir ihn mit Gengar outspeeden, deswegen brauche ich Foxy Bell. Oh my goodness, man. So, und dann hoffen wir, dass wir einen Hit überleben, Alter. Exesor. Oh, let's go! Call Might? Never mind! Alakazam? Wird den Löffel abgeben. Und zwar jetzt. Exes oder Bier. Easy. Let's go. Kommen auf Level 55. Charizardo. Okay. Schnipp, schnipp. Komm raus. Full Restore. Okay. Cool. Hast du schon mal einen Surfer gesehen? Du hast kein Lightscreen mehr, Bro.
Nope, Schnipp Schnapp ist mittlerweile zu stark. Schnipp Schnapp ist mittlerweile zu stark und er hat kein Out mehr. Ohne sein Pikachu kann er gar nichts mehr tun gegen Schnipp Schnapp. Snorlax. Bro, ich weiß nicht mal, ob du Erholung hast oder was auch immer, aber you go sleep, sleep now. Oh, er Crunch. Okay. Dann yawn ich mal, einfach so, weil ich kann. Und gehe nochmal auf eine Psychic. Er müsste Schnarche haben oder Schlafrede, um mir Damage zu machen. Aber er Block Crunch. Und eine Citrus. Keine Chesto. Das ist gut zu wissen. Und das bedeutet für mich, dass wir den Kampf gewonnen haben. Außer er hat irgendwas gegen Schlaf. No! Let's go! Wir besiegen Rot. Oh, ein Pokémon stehlen von Rot? Let's go. Ich glaube, nehmen wir uns sein Glurak oder sein Alakazam? Ich glaube, wir nehmen sein Glurak. Einfach nur, weil ohne Glurak ist Red nicht mehr Red. Dann ist er nur noch Ed. No! It's not possible! I wasn't prepared for... Red, you worthless idiot! I won't have everything fall apart. Not like this. Step away, kid! I handle this myself. Let's go, bro. Samuel! Oh, I couldn't wait any longer. Please forgive me for letting the criminal inside. Samuel, I'm sorry. I had you all wrong. I really thought 10 years ago that you had become a coward. It didn't seem right to me. I knew it didn't add up. I should have realized that your strength, your vision, your commitment to being the greatest, most powerful leader in the world never left you. Truly, you were a man of honor all along. I should have never left your side. I have known how you feel about you for so long. I loved you for who you were and hated you for what I thought you had done to us. But now, I've seen the truth, I've realized. My love for you has never wavered for a second all these years. I just didn't understand my own feelings. Not until now. Agathe, wir sind hier gerade in einem finalen Boss-Match, Digga. Du kannst ihm deine Liebe nachher. Okay. Oh, Samuel. Let us build the Kanto we dreamed of together. Everything can be just as it was. You, how? How dare you? You throw me away in disgust when I at my lowest and weakest. Then come back begging at my feet right as I return to power. Oh, you're a woman through and through, Agatha. And then to speak to me. Now in lofty terms about love and honor, you disgust me. Oh shit, bro. You've had your chances. Don't you deny it. And you've shown me now, beyond a shadow of a doubt, just how deep your loyalty runs. Here. I'll show you what I think about your fucking honor! Tauros! Giga Impact! No holding back! Oh, shit!
What? Oh. Digga, das hat er gerade umgebracht. What the hell? Well, what are you gawking at, a rocket? I believe we have some unfinished business. It's always the same damn thing. Immaculate plan sabotaged by the whims of mediocre people. It's a truism, isn't it? To get anything done, you have to do it yourself. Now let's see how best you deal with a nosy weasel like you. Jesus! Never mind those ghosts anymore! Looks like we missed out of the real action! What a carnage! I never liked that lady much, but she must have really pinched a nerve to deserve the treatment. And without any healthy Pokemon left to defend herself. Here, Ziffy. I figured you might need some healing up. Thank me later. Oh, I see now how it is. Ziffy defeated your little robot boy. Ha! Now there's a development. Well, I wonder what went wrong. In designing him, old man. I mean, he's a spitting image of an insurmountable muscle man, isn't he? Ah, he isn't the image. Okay. You stay out of this, Bill. Red is still your champion. And he won't take kindly to your insults. Also, eigentlich bin ich ja Champion gerade, ne? Give it up already. Ziffy has already proven himself the stronger trainer. He could take the leak again the proper way and become champion anytime he likes. You simpleton! Mind your tongue! Need I remind you that unlike Lance, Blue and Red, I am undefeated in battle? Stimmt. Professor Eich wurde nie wirklich besiegt, er ist geflohen. Das bedeutet, technisch gesehen, ist er immer noch der Champion. And I have not been idle for the past 10 years. I kept my Pokémon in shape so I could stand my own against Red as his final challenge. But it seems there is no need for that anymore. Rocket, I have liked to see you rot in jail. But now, I think I'd rather deal with you deal out your punishment myself. I'm already beyond the law, so I believe we're on an even playing field at last. Mark my words, I won't fight you out of dignity. I will ruin your defenses and leave you like the old hag on the floor. Look around you and take it in, Rocket. No one else has the faintest chance of saving you. You're on your own, little boy. Oh shit, Freunde, ist es soweit. Professor Eich, der Champion! Er will uns umbringen! Und er beginnt mit Tauros. Oh mein Gott, auf Level 54. Oh! Okay, ich gehe mal für einen Confused Ray. Ich weiß nicht, was er machen soll. Ich meine, das ist normal, Mann. Klar, er kann auch Coverage-Sachen haben und so, aber... Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, er hat Zen Butt Hit. Die stärkste Attacke auf dem Planeten. Und wir überleben. Okay. Foxy Bell! Sie resistiert Zen Butt Hit und sie resistiert Normalattacken. Und wir können aufsetzen mit Foxy Bell. Keine einzige Verwirrung, ne? Nicht eine. Fury Cutter! Oh, er gibt für Takedown. Okay.
Tanken wir. Easy. Das Problem ist, Foxy Belle ist nicht schneller als gar nichts. Oh, shit, Arcanine. Oh, shit, 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 shit. Well, jetzt haben wir ein Problem. Ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh für Sweepen. Okay, ich glaube, wir gehen zu Schnipp, Schnipp! Schnipp, Schnipp, rette uns! Please, ich will nicht sterben. Ich will nicht so enden wie Agathe. So, Firefang. Let's go. Surf. Surf, that boy. Surf away, that good boy. That good boy, doggy dog. Bam. Let's go. Scheiß auf den Crit, den haben wir nie gebraucht. Oh, shit. Venusaur. Er hat fucking Visaflor. Er hat es für sich behalten. Und jetzt setzt er es gegen uns ein. Deswegen habe ich, by the way, Glurak genommen. Weil ich wusste, der Dude hat Visaflor, probably. Was absolut insane ist, was ihr vielleicht gar nicht wusstet, ist, Professor Eich war wirklich im echten Pokémon-Spiel als Champion gedacht. Okay? Professor Eich hätte eigentlich der Champion sein sollen. Es gibt sogar noch die Möglichkeit, gegen ihn zu kämpfen anhand von Glitches. Denn er ist sogar als Champion im Spiel einprogrammiert. Und ich glaube, er hat ein eigenes Theme, was wir nie gehört haben. Im echten Spiel? Und in Pokémon Grün, der ersten Edition, die ja in Japan rauskam, war Visaflor tatsächlich das Covermon. Also wir sind gerade full circle gegangen mit fucking Venusaur, man. So, Pedal Dance, vierfach Resist. Natürlich kriegt er einen Crit. Wir fliegen und er kriegt erstmal die Verwirrung. Okay. Ich glaube, er wird heilen. Ja. Eigentlich hätten wir ihn angreifen müssen jetzt, ne? Digga, haben wir gerade Fliegen gemisst? What the actual hell, man? So, Dragon Pulse. Wie outspeedet ein Venusaur mein Siggi? Ich meine, okay, er ist 6 Level höher, ne? Aber... Shit, man! So, sein stärkstes Pokémon ist definitiv schon mal weg und jetzt hat er nichts mehr für Schnippschnapp. Gyarados, oh shit. Bro, der hat wirklich alles, ne? Holy. Raindance. Okay. Ich frage mich, ob er für einen Drachentanz geht. Weil dann könnte es tatsächlich ein bisschen eng werden, ne? Er verfehlt die Hydro-Pumpe, yo! Let's go! So, kann er nochmal verfehlen und wir kritten? Oh no. Oh shit. Ein plus eins Gyarados im Regen. Aber er muss jetzt angreifen. Er muss jetzt angreifen. Er Dragon Dance to Death! Er macht den Fehler Nummer 1 mit Gyarados, oder wie? Er ist greedy und stirbt. Oh man. Well, let's go. Let's go, Professor Eich. Du bist nicht so smart after all. So, da kommt Tauros zurück. Ey, der hat 2 Bedrohermonster, Junge, ne? So, dann würde ich sagen, gehen wir mal für den, nicht für den Aqua Tail, weil der ist physisch und mit 2 Bedroher drin. Okay. Wir probieren es nochmal mit Foxy Bell. Jetzt, wo sein Arcani weg ist. Fury Cutter!
Fury Cutter, passend zu Foxy Belle, ne? Die cuttet auch manchmal in Fury, wenn sie wieder sieht, dass ich verkackt habe. Und das Video wieder zu lang. Dann ist sie auch ein Fury Cutter. Digga, bin ich jetzt auf plus 2? Oh, natürlich. Ich verletze mich selbst. Sie aber nicht. Er aber nicht. Cool. Dann weißt du was? Gebe ich dir genau das gleiche wie du mir. Full Restore, Bro. Plus 2. Let's go. I don't give a fucking damn, man. So, plus 2 Fury Cutter. Tja, jetzt will ich sehen, was du als nächstes reinholst. Jolteon. I don't give a fuck. I don't give a damn. Überleben wir. Überleben wir. Natürlich trifft er Donner direkt, ne? Ist wieder super typisch. But okay. Don King kommt rein. Wish. Ah ah. Ah ah. 3 Level höher, aber du überlebst es nicht. Oh. Ich hab gesagt, überlebst. Oh, ein Glück, dass du rausgewechselt hast. Das hättest du nämlich nicht überlebt. So, Executor. Okay, um ehrlich zu sein, Executor. Wir müssen Don King an der Stelle sterben lassen. Wir werden ihn nicht killen, weil Poison Tail leider ein schwacher Move ist. Sogar mit einem Crit. Und da kommt er, seine Headbutt. Bam! Oh shit, und er reicht. Oh mein. Gib für die Full Restore. Das dachte ich mir. Well, und wir kriegen keine Poison leider und auch kein Crit mehr. Und da kommt der Zen Headbutt. Und dafür crittet er mich. Aber meine Freunde, wir haben noch ein Gengar in der Hinterhand, was mit 6 KP, mit 8 KP überlebt hat. Und wir outspeeden ihn auf jeden Fall. Hauen einen Shadow Ball raus und Executor ist tot. So. Blitzer, das einzige Mon, was er noch hat. Ich bin mir nicht sicher, ob wir outspeeden, aber wir haben den Shadow Sneak. Stab. Shit. Nicht annähernd, Digga. Okay, 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 okay. Wir haben noch ein Pokémon. Wir haben noch ein Pokémon, mein Freund. Schnipp, schnipp, komm raus. Ich brauche dich. Überleben wir den Donner. Hände in die Höhe, Freunde, überleben wir den Donner. Überleben wir den Donner. Schnipp, schnipp, no. No. Oh my goodness. Okay. 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 Missing no. Du bist die letzte Hoffnung. Volt Absorb? Er kann nichts tun. Er kann nichts tun. Er hat keine anderen Elektro-Moves. Er hat keine anderen Moves außer Elektro. Wir sind einfach immun gegen Elektro. Ha! Du bist in meine Fallenkarte getappt, Bruder. Uno Reverse on you, bitch. Und das war's mit Professor Eich. No! Impossible! Hell yeah, my G. Hell yeah. Give me that shit. Give me that shit, Venusaur. Give me that bitch.
No! It can't be right! It wasn't supposed to be this way! I had everything planned! To this degree! There was no way a regular trainer could have posed the threat, and Team Rocket is a joke! An insignificant little speck on Kanto. It's just not possible that one of them could. But there is something different about you. It's the only explanation. You're no regular Rocket. You're a... All right, hold it. This is the end of the road for you, Oak. You didn't really think you could keep us out forever, did you? You stand accused of government conspiracy, Professor. Of violating your ban on Pokemon battle. And I'll bet you're not innocent in whatever happened to Agatha. As for Rhett and the claims that he's not human, he will be subject to... through medical examination, so we can ascertain that for effect. You're a fool, Oak. Did you really think you could snatch back control of this place with your intellectual schemes? In case you've forgotten, in the real world, we earn our power by sweat and blood. Slimy geeks are only ever Pokemon masters in their dreams. Grab him! Stand back! You don't know what you're talking about! And you will not go against our champion's wishes! Rhett, quickly! Your Pokémon sent them out! I need their protection! Ha! I know how to operate this machine, you idiots! I'll put my name as the new champion! And rule the region from this room. I can do a lot of damage before you get me out of, believe me. Damn it, Zephy. Ah, if only we could reach that computer. Come on, do something. Missing note is shaking inside its Pokeball. My God! It's still around, is it? A catastrophe, but a marvelous sight. It's corrupting everything, every record! What a creature! Oh, wait till you speak to my lawyers, you imbeciles! And grab this pink-haired Rocket as well. It's about time he answered for his crimes. And the evils of that rotten organization. No! Zephy was the one who stopped Oak! He doesn't deserve this! Silence! There's been enough meddling with the law today already. I will not have any more criminals running free. Digga for real yet? Hey, Rocket! Welcome to the world of Pokemon. Und Agathe lassen sie einfach da und Bill? Ist jetzt alleine in der Ruhmeshalle. Ha! Meine Freunde, das wird ja noch spannend werden. Aber das war's für die heutige Folge.
In der nächsten Folge schauen wir, wie dieses Spiel ausgehen wird. Scheinbar stehen wir vor Gericht und müssen uns jetzt verantworten für unsere Taten. Und ich bin sehr gespannt, ob unser Kopfgeld hier eine Rolle spielen wird oder nicht. Lasst einen Daumen da für dieses absolut krasse Finale gegen Professor Eich und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Pokémon Team Rascal Edition. Let's fucking go.